Am späten Nachmittag landen wir in Xi'an. Am Flughafen werden wir auch schon erwartet. Unser Aufenthalt in Xi'an ist sehr kurz. Wir bleiben hier nur 1,5 Tage. Auf dem Programm steht für heute ein Dinner nach dem Vorbild der Tang-Dynastie und morgen ein Besuch der weltberühmten Terrakotta-Armee. Aber jetzt müssen wir erstmal zum Hotel und das liegt mitten in der Innenstadt. Xi'an ist die Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Shaanxi. Sie ist nicht nur durch die Terrakotta-Armee berühmt geworden, sie war auch Ausgang oder Endstation der Seidenstraße. An die vielen Hochhäuser in den Städten haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Anders bekommt man die vielen Menschen hier nicht untergebracht. Im Verwaltungsgebiet der Stadt leben 8 Millionen Menschen, davon 4 Millionen in der Innenstadt. Auch wenn mich diese Zahlen völlig aus der Ruhe bringen, die Menschen hier nehmen es locker, wie man sieht. Nun sind wir angekommen. Crowne Plaza ist unser Hotel für diese Nacht. Das Gebäude, der Shaanxi Xingxi Tower, gehört mit seinen 25 Stockwerken zu den höchsten in der Stadt. Während unser Gepäck aufs Zimmer gebracht wird, schauen wir uns im Foyer um. Das Crowne Plaza ist ein 5-Sterne-Hotel und alles, was hier glänzt, ist echt. Schade, dass wir hier nur eine Nacht bleiben. Aus unserem Fenster im 20. Stock kann man die Innenstadt und das Stadion sehen. Hier wird auch Fußball gespielt. Zurück im Foyer. Es ist sehr schön gestaltet. Wir genießen es ein wenig. Heute Abend erwartet uns noch ein Dinner mit dem Kaiser der Ming-Dynastie. Die Sonne geht langsam schlafen. Und wie es sich in diesen Kreisen gehört, werden wir zum Dinner abgeholt. Leider nicht mit dem Porsche. Auf uns wartet ein Großraumtaxi. Musik und Tanz gehörte schon immer zum chinesischen Leben. Die Zeit der Tang-Dynastie bescherte den Menschen Frieden und Wohlstand. So konnte sich auch die Kunst weiterentwickeln. Auf Trommeln, Pipas und Schalmeien wurde jetzt Musik gemacht. Die Darsteller in kunstvollen Kostümen spielten und tanzten traditionelle Geschichten zum Vergnügen des Hofes. Eine musikalische Aufführung war ein Ereignis, das man genießen musste. Häufig wurde es durch ein aufwendiges Festmahl ergänzt,
so dass die Zuschauer all ihre Sinne erfreuen konnten. Heutzutage werden in Xi'an solche traditionellen Tang-Theateraufführungen mit einem abendlichen Bankett zum Vergnügen der Gäste aus aller Welt veranstaltet. Zu Zeiten der Tang-Dynastie in den Jahren 618 bis 907 sah so ein Auftritt bestimmt etwas anders aus wie im Jahre 2012. Und jetzt kann das Schauspiel beginnen.
Das war eine tolle Vorstellung. Und wir haben sie mit allen Sinnen genossen. Wie der Kaiser von China. Kilometer östlich von Xi'an liegt das Mausoleum des Kaisers Qin Shi Huangdi mit der weltbekannten Terrakotta-Armee. Reist mal zum ersten Mal nach China, so sollte dieser Ort unbedingt zu den Reisezielen gehören. Seit der Entdeckung im Jahre 1974 kommen hier jeden Tag Tausende von Besuchern, um diese Ausgrabungen zu besichtigen. Solche Massen erfordern entsprechende Infrastruktur. Shops, Restaurants, Parkplätze, Hotels und so weiter. Das ist es auch, was als erstes auffällt, wenn man an diesen Ort ankommt. Die Präsenz der Armee und eine Ehrenwache am Eingang soll die Bedeutung dieser Stätte unterstreichen. Im Jahre 246 vor Christus begann der damals 13-jährige späterer erster Kaiser der Qin-Dynastie, sein Grabmal zu bauen. Es sollte riesig werden. Nach einer Überlieferung aus dem Jahre 100 vor Christus sollte hier auf einer Fläche von 2 mal 2 Kilometer eine Nachbildung seines Reiches entstehen. Das eigentliche Mausoleum, ein pyramidenähnlicher Erdhügel, von 400 mal 400 Meter und 60 Meter hoch, blieb bis 1974 unbeachtet. 1974 wurde dort per Zufall die Grabwächterarmee entdeckt. Bauern, die hier einen Brunnen aushoben, sind auf die Überreste gestoßen. 6000 lebensgroße, aus Ton gefertigte Fußsoldaten, Bogenschützen, Krieger, Pferde und Triumphwagen in voller Ausrüstung wurden hier in Kampfformation aufgestellt. Faszinierend ist die Detailtreue der Figuren. Angeblich gleicht kein Gesicht dem anderen. Die Körper wurden in Serie gefertigt, die Köpfe jedoch individuell. Erstaunlich ist auch, wie man aus diesen vielen Millionen Scherben die Figuren rekonstruieren konnte. Bis heute ist nur ein kleiner Teil der Figuren freigelegt und restauriert. Während der Ausgrabungen wurde festgestellt, dass alle Figuren bemalt waren. Die Farbreste zu konservieren ist besonders schwierig. Einige besondere Exponate sind geschützt im angrenzenden Museum ausgestellt. So auch zwei bronzene Vierspänner, eine gedeckte Kutsche und ein Kriegswagen.
Diese Figuren zerbrachen unter der Last der überdeckten Erde und wurden aus tausenden Stücken wiederhergestellt. Das ist eine erstaunliche Leistung. Mir stellt sich auch die Frage, was treibt diese Millionen an Besuchern hierher? Wie sich das vor Ort auswirkt, kann vielleicht dieser kleine Ausschnitt veranschaulichen. Auch wenn man die eine oder andere Ausstellung der Terrakotta-Armee irgendwo auf der Welt gesehen hat, ist das hier am Originalstandort ein ganz anderes Erlebnis. Wir haben Xi'an und die Terrakotta-Armee hinter uns gelassen und uns auf den Weg zum Flughafen gemacht. Die nächste Etappe ist die letzte unserer Hinreise. Es geht nach Peking. Noch können wir uns die Beine vertreten, bevor um 17 Uhr der Airbus der China Eastern vom Boden abhebt. Wenn ich die vergangenen Tage Revue passieren lasse, wird es mir immer klarer, dass China anders ist, als ich es mir vorgestellt habe. Unser Flugzeug ist gestartet. In circa einer Stunde werden wir in Peking landen und was da so los ist, erfahren Sie im Teil 4.